Und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die meisten Leute nicht wissen, was Pokémon Home ist. Und da habe ich gedacht, weißt du was, mach mal ein Video dazu und ich versuche es euch so gut es geht zu erklären. Und zwar, Pokémon Home ist eine Anwendung für die Switch und für das Handy. Und Pokémon Home ist eigentlich das gleiche wie Pokémon Bank für den 3DS oder für den DS. Ich glaube, für den DS gab es den auch schon, meine ich. Ich glaube ja. Auf jeden Fall ist es ein Cloud-Speicher für eure Pokémons. Da könnt ihr eure Pokémons hochladen und dann halt, jetzt wenn ihr Schwert und Schild habt, dass ihr die von Schwert hochladet und die dann bei Schild runterholt zum Beispiel, ne? Ja. Eigentlich ein Cloud-Speicher ist das, ne? Dafür gibt es auch eine Handy-App. Ich muss sagen, die finde ich sehr, sehr praktisch. Also, in der Handy-App ist das halt so, ihr verbindet das halt dann, ne, eure Accounts, ne, von der Switch mit dem Handy, was auch total easy ist. Und da seht ihr halt alle eure Pokémons, ne, und dann könnt ihr die auch verwalten und alles. Und in der App ist es auch so, da könnt ihr auch so ab und an mal Geheimgeschenke erhalten. Was erstmal super ist, weil dann, das kriegt man halt gar nicht mit, weil über der Switch-Version geht das gar nicht. Deswegen ist es halt sehr gut, wenn ihr das am Handy auch habt, weil sonst kriegt ihr es gar nicht mit oder der ärgert euch später. Über die Handy-App könnt ihr auch tauschen. Es ist mega praktisch, weil wenn ihr ein bestimmtes Pokémon sucht, zum Beispiel ein Ditto, ein ausländisches, was man manchmal zum Shiny-Farmen braucht, ist das sehr, sehr praktisch, weil dann könnt ihr sagen, okay, ich suche ein Ditto und möchte dafür jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Pikachu hergeben. Und dann wird das Pikachu hochgeladen und wenn einer sich entscheidet, okay, ich will das Pikachu haben, dann kriegt er halt von mir das Ditto. Und dann, wenn ihr nächstes Mal drin seid, kriegt ihr das. Ich weiß nicht, ob man Benachrichtigungen einschalten kann, weil ich habe bis jetzt nie eine Benachrichtigung bekommen auf dem Handy. Was ich persönlich super finde, weil ich hasse es, wenn eine App ein 10.000 Nachrichten am Tag sendet. Das ist neu, das ist neu, das ist neu. In der App könnt ihr natürlich auch immer neue Sachen lesen, zum Beispiel, wenn Updates kommen, besondere Events und sowas, ne, so ein kleiner Newsletter so gesehen. Also die App kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch mega leicht, die zu bedienen und alles. Und da seht auch immer so eine Rankliste, welches Pokémon am meisten getauscht worden ist und sowas. Und ja, ich finde es mega cool. Wir gehen einfach mal in Pokémon Home rein. Und da sieht man schon, also das ist direkt das Hauptmenü, wo man hinkommt. Und da hat man direkt verschiedene Sachen. Also auch Pokémon gehen wir gleich. Der Pokédex ist, er zeichnet einfach die Pokémon auf, die ihr bis jetzt auf Pokémon Home hochgeladen habt. Und es ist einfach ein typischer Pokédex, ne? Also hier fehlen noch ein paar Pokémons. Und Aufträge ist halt von den, also es gibt natürlich jetzt nur Let's Go Evoli oder Pikachu oder Schwert oder Schild. Und welche Pokémon schon man hochgeladen hat von der Edition. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, mir fehlt noch ein Mirapla, ne? Jetzt die zweite Aufgabe habe ich, die dritte habe ich, ne? Man kann natürlich das machen. Man kriegt Punkte dafür. Aber ich habe es erst ehrlich gesagt noch nie beachtet. Aber wenn man, sagen wir mal, Langeweile hat, kann man das natürlich dann so mit und mit mal vervollständigen. Ist, denke ich mal, auch eine coole Sache. Das gleiche gibt es auch für den Galar-Pokédex, ne? Dann hat man hier natürlich das Logbuch. Da sieht man halt alles, was ihr gemacht habt, zum Beispiel, ne? Jetzt zum Beispiel, ich habe heute noch ein anderes Video aufgenommen. Ich habe 30 Pokémons freigelassen. Ich habe gestern eben noch 30 Pokémons rübergeladen. Hier mit dem Geheimgeschenken, was ich eben schon mal erwähnt habe, ne? Habe ich gestern Evoli bekommen und so weiter. Ihr seht ja eigentlich alles, was ihr gemacht habt in der letzten Zeit. Und dann halt hier auch noch, ne, gelagerte Pokémons, entnommene Pokémons, per Mobilgeräte getauschte, alles, ne. Erhaltene Punkte, ja. Einfach so typische Sachen, wenn es einen interessiert, kann man immer da mal nachgucken. Dann das hier, die, das ist halt was, da bräuchte man die Premium Edition für. Die Premium Edition enthält mehr Speicherplatz für den Cloud-Speicher, also dass man mehr Pokémon-Boxen hat. Und dass man von dem 3DS Pokémons rüberholen kann oder von dem DS mit der Pokémon Bank rüberholen kann.
Aber diese Premium Edition kostet, ich meine, 5 Euro. Und die Pokémon Bank kostet 5 Euro. Also müsste man dann für 20 Euro anlegen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das 15 Euro war. Aber man muss selber wissen, ob man das machen möchte, ob es sich für einen lohnt. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht und ich habe alle Pokémon einfach rübergeholt. Alle, ne? Und dann hatte ich auch relativ mein Pokédeck schnell voll. Ja, ob sich das lohnt oder nicht, das ist halt eine Frage. Das muss jeder selbst für sich beantworten. Es geht mega easy. Nur wenn man das macht, muss man aufpassen. Und zwar, wenn man jetzt, keine Ahnung, seine Kreditkarte oder PayPal verknüpft hat, wird das automatisch nach einem Jahr vom Konto wieder abgezogen. Also diese Gebühr ist immer für ein Jahr. Wenn man jetzt natürlich jetzt immer nur mit diesen Nintendo-Karten aufladet, wenn man kein Guthaben drauf hat, dann ist es natürlich abgelaufen, ne? Deswegen, wenn man das mit PayPal, Kreditkarte, sonst was macht, müsst ihr das in den Einstellungen deaktivieren. Außer ihr denkt, ja, okay, ist jetzt egal, nur das Geld kann ruhig jeden Monat abgezogen werden, dann natürlich nicht. Aber das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich habe das direkt deaktiviert, weil ich denke, ich entscheide dann halt einfach nach einem Jahr, ob ich das weitermachen möchte oder halt nicht, ne? Ja. Ich glaube, das war alles dazu. Ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und dann gibt es natürlich hier diese Punkte. Die kriegt man halt... Ich glaube, die kriegt man. Ich habe die nie beachtet, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, die bekommt man halt, wenn man diese Aufträge macht. Und die kann man dann zu Pokémon Schwert und Schild rüberladen. Also, ja. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Sonst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann werde ich versuchen, sie zu beantworten. So gut es geht. Ich hätte mir vielleicht so einen Leitfaden machen müssen, aber ich habe noch nicht so oft so ein Vorstellungsvideo gemacht. Wir gehen aber jetzt einfach mal auf Pokémon. Und man sieht hier schon, hier sind dann die Spiele verknüpft. Also ich habe Pokémon Schwert, Pokémon Evoli. Nicht wundern bei der Spielzeit, ich habe neu angefangen. Ne? Und halt Pokémon Home. Also ihr könnt auch einfach auf eure Homebank gehen und eure Box verwalten. Also ganz also so sortieren, wie ihr möchtet und sowas. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Boxen sortiert. Ich mache das immer nach so Feuertyp, Wassertyp, Stein, Gestein, Pflanze, Käfer. Aber ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist, weil mittlerweile es so viele Typen und Untertypen gibt. Deswegen weiß ich es nicht. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das macht. Wenn ihr jetzt halt jetzt zum Beispiel auf Pokémon Schwert geht, ne, wird das halt mit der Pokémon Bank verlinkt. Und man sieht hier natürlich nichts. Okay, jetzt bitte nicht mein Chaos beachten. Das sind alles fast Doppelte. Ich muss da mal wieder aufräumen. Und auf Pokémon Dings habe ich fast gar keine Pokémons mehr. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz easy. Wenn ihr ein Pokémon jetzt... nehmen wir jetzt einfach mal hier Tool Talk. Wenn ihr das nicht mehr auf eurem Spiel haben wollt, könnt ihr es einfach in die Pokémon Bank tun. Ja. Und ihr könnt auch mehrere gleichzeitig nehmen. Und zwar seht ihr oben halt ZR oder ZL, ne? Hier, dann nehmt ihr immer nur eins, ne? Hier könnt ihr auch nichts beachten. Also ihr könnt nicht auf Bericht gehen. Dafür müsst ihr auf das Rote gehen, also der Pokéball. Und da könnt ihr Bericht bewegen, markieren oder freilassen drücken. Und wenn ihr das Grüne habt, könnt ihr so gesehen mehrere markieren, wenn ihr eine ganze Box rüber machen wollt. Und die dann einfach rübersetzen. Ich nehme die mal wieder zurück. Wie man sieht, ich habe hier... Wie viele Boxen sind das? Also, wartet. Okay. 194 Boxen. Einige. Ich glaube... Ne, 200 Boxen, Entschuldigung. 200, steht auch da unten nicht, Dämmel. Okay. Auf jeden Fall sieht man die auch hier. Ne? Sieht man auch, welche voll sind alles. Und die sieht man hier gar nicht benutzt. Ne? Die sind da voll, da ist überall was drin. Ich glaube, man hat... wenn man die Premium Edition nicht hat, 50 Boxen. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe die mich nicht ganz beachtet. Und ja, man sieht auch natürlich hier die ganzen Werte von dem Pokémon, zum Beispiel, dass ein Shiny ist, was für ein Wesen, Fähigkeit, ne, alles. Also ihr seht das direkt, wenn ihr auf das Pokémon geht. Und dann gibt es natürlich diese Pokémon mit diesen Ausrufezeichen. Das ist halt, wenn ihr das rüberholt, würde jetzt zum Beispiel dieses Wonnie. Ich habe das mal, glaube ich, getauscht bekommen. Ich habe es so nicht genannt, aber ist egal. Auf jeden Fall seht ihr unten rechts Heilung mit dieses
Ausrufesymbol, dieses gelbe. Und das bedeutet halt, dass er dann diese Attacke nicht im Spiel hat. Ja, ich weiß zwar nicht, wieso man Heilung jetzt nicht im Pokémon Schwert und Schild hat. Keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich noch die Pokémon mit einem, ja, ihr seht dieses Symbol, dieses Nö, ne, dieses Stopp, Nein. Die kann man nicht rüberholen, soviel ich weiß. Könnt ihr mal versuchen. Seht ihr? Du kannst dieses Pokémon nicht auf diese Spielsoftware übertragen. Ich weiß, also ich hoffe, dass die das nachpatchen, das so mit und mit, dass man alle Pokémon rüberholen kann. Wir können ja das ja machen. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf Plus gehen, auf Plus speichert ihr immer, also auf Beenden. Und dann kommt halt dieses hier. Ohne Speichern beenden, dann wird halt alles, was ihr gemacht habt, zurückgesetzt. Box weiter bearbeiten kann man natürlich oder speichern und beenden. Ne? Also da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr halt schön speichert und beendet. Und jetzt habt ihr so gesehen schon das Pokémon im Spiel. Ihr müsst gar nichts anderes machen. Und das gleiche ist auch, wenn ihr jetzt hier auf Pokémon Evoli geht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Pokémons in der Box habe. Doch, habe ich ein paar. Also die könnt ihr dann einfach rüberziehen, wie ihr wollt, zurückziehen, wie ihr wollt. Also alles gut. Also so, wie man das halt macht. Man sieht auch bei Pokémon Evoli und Pikachu, welche Pokémon man im Team hat. Die kann man aber nicht rüberholen. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mal einen neuen Spielchen anfangen wollt und ihr genau diese Pokémons aber sichern wollt, müsst ihr die erst aus dem Team nehmen und dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Raupis oder so reintut. Oder ein Pokémon, wo ihr sagt, okay, ich brauche jetzt keine 20 Carpradors auf meine Box. Könnt ihr die natürlich auch reintun. Also im Team tun und dann halt die anderen rein. Achso, was mir gerade noch zu der App einfällt. In der App seht ihr auch jetzt, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt 20 von den Evolis habt und sagt, okay, wieso habe ich so viele? Die brauche ich gar nicht, ne? Weil hier könnt ihr das leider nicht sortieren. Aber da könnt ihr das. Also da habt ihr die dann alle nacheinander und die könnt ihr dann einfach anklicken, also draufhalten und dann mehrere auswählen und dann freilassen. Ist auch super praktisch. Wir gehen jetzt hier mal raus wieder. Also ich speichere automatisch immer, bevor irgendwie was schief geht oder so. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Und wenn ihr jetzt einfach, ne, zu den Boxen geht, könnt ihr ja einfach eure Boxen ja, bearbeiten, ne, wie ihr das machen wollt. Wie gesagt, ich tue das jetzt immer meistens wenigstens sortieren. Das ist jetzt ein bisschen unsortiert wieder, weil ich ein bisschen faul in letzter Zeit bin. Ja. Und dann habt ihr auch noch eine Übersicht auf X, ne? Dann habt ihr alle Pokémon, die ihr habt. Ich weiß auch gar nicht, sind die nach der Reihe? Ja, ich glaube, die sind so wie in den Boxen halt. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ein bestimmtes Pokémon sucht. Ach nee, schaut mal, das wird doch angezeigt. Oder? Nee, das habe ich nicht im Team. Ich bin mir gerade nicht sicher, wieso diese Zeichen da sind. Ich glaube, das heißt, dass es getauscht worden ist. Könnte sein. Auf jeden Fall seht ihr dann alle Pokémons, ne, und denkt so, ach, okay, hier ist Aquana, das wollte ich am Team aufnehmen. Dann könnt ihr es auswählen zu Box. Dann seht ihr das, in welcher Box das ist, ne. Ja, ich hoffe, ich habe das gut erklärt und ich habe nichts vergessen. Und man kann auch Filter einsetzen, sehe ich gerade. Okay, ihr könnt auch nach bestimmten Pokémon suchen, wie man hier sieht. Und dann seht ihr auch hier halt zum Beispiel, ne? Ach, guck mal. Ah, okay. Wenn ihr jetzt auf E geht, müsst ihr natürlich das passende Pokémon dann aussuchen. Wenn ihr jetzt Evoli habt, dann habt ihr natürlich diese 20 Evolis zum Beispiel. Ich habe 2 Shinies, okay? Und die könnt ihr dann halt, denke ich mal, auch freilassen. Ja, die könnt ihr auch da freilassen, okay. Aber auf der Handy-App ist das eindeutig besser. Da habt ihr die direkt alle auf einen Blick. Und da müsst ihr nicht jetzt hier alle raussuchen. Also, ja. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich versuche, die so zu beantworten, wie es geht. Weil irgendwie zeigt YouTube mir in letzter Zeit nicht, dass ein Kommentar kommt. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal nicht antworte. Aber es kommt auf jeden Fall eine Antwort. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.